eiskalt. Da sind wir wieder. So, Herbgarten. Oh, okay, noch mehr Gärten. Wir nehmen alles mit an Gärten, was gärtig ist. So, gärtig. Gärtig da. Gut, das ist im weitesten gehen auch Gärten. Das ist nur ein Scrap. So, wie du noch? So, mitgenommen. Also ich glaube fast, die wachsen irgendwie auch mal nach. Kann das sein? Wir hatten doch so viel abgesucht und nichts gefunden groß. Oder war ich so blind? Muss ich nur wieder gucken, dass ich rüberkomme. Hallo Schwein. Ich hoffe, du bist kein abgehauenes Schwein. Fluchtschweine werden geschlachtet. Nee, ja, ich glaube, das war ein friedliches, freilaufendes Schweinchen. Hier breiten sich auch die Pilze gut aus. Das ist auch schön. Hier haben wir noch mehr Gärten. So, wir sind wieder mal voll. Und dann auch noch Tee. So, mitnehmen. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Ach Mann, oh, wisst ihr was? Ich habe keine Lust, mich jetzt hier um den ganzen Berg rumzuhampeln. Ich will endlich wissen, ob ich das Portal ankriege. So, das heißt, wir nehmen uns mal eiskalt einen Diamanten aus unserer kleinen Schatzkiste. Da haben wir ja noch nicht so viel von. Die paar Diamanten. Ist schon traurig. Ich weiß gar nicht, ob ich bei der Enderquarry, ob da Enchantings irgendwie wirken, weil da kann man ja auch, glaube ich, enchantetes Krimskrams halt drauf tun. Aber braucht man ja dafür, Enchanted Books. Ich weiß es gar nicht. Na, fast fertig. Komm, Uga Aga. Du musst noch. So. Immer mal die Pilze. Pilz. Keine Ahnung. So, nimm mal eine Poppy. Nimm mal eine Oxidei. Nimm mal das. Die da. Und ja, jetzt müssen wir nur noch dazwischen irgendwie zumachen. Zack, 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 zack. Da, auch wenn sie sich jetzt ein bisschen wiederholen, das ist mir egal. Völlig egal. Lalalala. So, was könnte man da nochmal hinsetzen? Noch eine Baby? Ja, komm, eine Peppi können wir noch. Ich gucke gerade, wo machen wir mal das Päppchen hin, ne? Ach komm. So. Blumen sind's. Soll das noch zugehen? Gut ist. Wasser. Haben wir zum Glück hier einen Brauraum. Einer zu früh. Unser gutes Brauquellwasser hier. Und langsam muss ich was essen, sonst kann ich nicht mehr laufen. Nicht! So. Dann haben wir das auch gemacht. So, jetzt habe ich mir erstmal was zu essen und ich hoffe, dass bis dahin hier das letzte Ding mal zugewachsen ist. Ich will es nämlich ordentlich haben. Und dann schauen wir mal, ob das unterirdisch funktioniert oder ob ich da jetzt wirklich noch irgendwo eine gelbe Blume für finden muss. Ich weiß es nämlich nicht. Weißt du, dass es irgendwie so war? Mussten Pilze rum, mussten Blumen rum und dann musste man einen Diamant reinwerfen. Ganz ehrlich, ich finde dieses Geräusch so creepy und ich frage mich immer noch, was das ist, weil das ist nicht das Standard Höhlengeräusch. Das knurrt mich ja recht an. So, Sausage. Und noch ein paar Würstchen. Was könnte man jetzt mal essen? Ach, einfach eine Baked Potato, fertig. Ja, wir müssen unbedingt kochen. Ganz unbedingt dringend. Da. Du, jetzt legen wir uns noch mal hin über Nacht. So. Und nun die große Frage. Ist es zugewachsen und funktioniert es, wenn ich jemand reinwerfe oder nicht? Das wird jetzt wirklich interessant. Ist immer noch nicht.
Mann, komm, rein damit. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Okay. Und jetzt noch zugewachsen, seht ihr. Willkommen im Portalraum, sage ich da nur. Wo der Blitz woher gekommen ist? Was ich voll mit meiner Umwelt wieder so einstelle? Wer weiß, wer weiß. Und wer weiß, was ich hier noch für Portale reinbauen werde. Es gibt ja noch andere. Irgendwas war da noch. Muss ich überlegen, was war denn das für einer? Irgendwas hatte ich nämlich noch gesehen von einem anderen Portal. Für da irgendwie so ein Dark irgendwas. Ja, wir bringen erstmal die Blumen weg. Was? Ja, das mache ich jetzt. Die Blumen will ich erstmal in Sicherheit wissen. Wer weiß, ob die Blumen noch irgendwann nützlich für uns sein werden. Und dann gehen wir einfach mal in den, ja, Twilight Forest, der ja so sicher ist. Ich werde eigentlich auch nur reingehen, weil ich ihn erstellt haben, wissen will. Und, Nase juckt. Bringen ist hier doch bestimmt schon wieder durchgelaufen, ne? Ja, sicher doch. Ja, sicher doch. So, zack, zack. Ja, ich glaube, wenn wir das jetzt noch einmal, dann haben wir auch genug erstmal davon gemacht. Aber so funktioniert es ganz schön. La, 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 la. So, Blümchen. Ich schmeiß jetzt aber mal alle hier rein. Wir brauchen unbedingt mal eine richtige Floristenkiste. Eine Blümchenkiste. So, bam, bam. La, 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 la. Und den Raw Rubber können wir eigentlich mal runterbringen. Was der hier oben noch sucht, das ist mir ein Rätsel. Warum? Ach, Essence Berries haben wir hier auch. Sollten wir vielleicht auch mal anbauen. Müssen wir eh nochmal sehen, dass wir da vielleicht noch ein paar andere kriegen. Da, dam, dam, da, da, da. Ah, das juckt. Schlimm heute. Obwohl, war schon schlimmer. So, Rohrabber? Nee, doch. Ich weiß, dass ich in Twilight Forest nicht unbedingt alleine betreten möchte im Moment. Es war dort, ich erinnere mich, es war nicht so super schön, aber wir gehen einfach mal rein. Yay! Neues Achievement! Downloading Terrain, Downloading Terrain, Downloading Terrain. Ich hoffe, dass wir nicht gleich von irgendwas angegriffen werden. Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf! Ah, hallo? Ja? Kurzer Rundumblick, da fallen schon die Elche vom Himmel. Laternen, Natünen. So, kurz. Waypoint, New Waypoint. Portal. Immer noch der beste Weg, um sie zu finden. Firefly Jar. Ey, wie geil ist das denn? Wie baue ich das? Also, mir ist schon klar, dass ich Firefly dafür brauche. Fireflies, die finden wir sicher. Und für Firefly... Oh, ist das geil. Finde ich cool. Hi! Na, wie geht's euch allen? Na, so Twilight wie früher ist aber auch nicht mehr. Durch die Beleuchtungen und alles jetzt hier. Auf jeden Fall haben wir da das Portal. Das ist gut. Zombie, es baut sich ein bisschen langsam auf. Aber hier mal erstaunlich gute Frames. Und da haben wir gleich so... Och, nö. Also soll man das jetzt als Glück oder Pech betiteln? Mosspatch. Krieg ich dich einfach abgebaut? Nein. Krieg ich dich mit Silk Touch abgebaut? Nein! Das ist voll gemein. Ja, ist harvestable. Ich möchte es gerne. Vor allem, das ist hier. Das soll Oakwood sein? Das sieht so nach Junglewood aus. Ich baue mal einen ab. Einfach mal aus Interesse. Das sieht doch nicht wie Oak aus. Es ist Junglewood. Wir haben auf jeden Fall Junglewood mal gefunden. Wenn man jetzt noch wüsste, wie ich aus dem Junglewood-Stück einen Junglewood-Zeppelin kriegen könnte, durch irgendwelche magischen Tricks, wäre dem viel geholfen. Was haben wir denn da? Ach du grüne Neune, ich sehe da schon, dass hier viel zu viel ist, was ich nicht kenne. Wir haben aber einen Junglewood, yay! Ja.
Und hier wachsen auch haufenweise von diesen schicken Blumen. Die ist kaputt gegangen. Muschklo. Hm, nehmen wir auch mal mit. Wer weiß. Das ist schön. Wer weiß, wofür man es braucht. Was hat ihr hier? Burst Plants. Potion Plants. Ja, da ich komme nicht rein. Das braucht ihr euch nicht vorzustellen, meine Freunde. Da gehe ich hundertprozentig noch nicht rein. Oh! Kodax! Ich weiß, ich möchte ihn nicht töten, weil ich mag Raben. Das Problem ist, ich erinnere mich, dass ich eine Rabenfeder für irgendwas brauche. Falls das nicht geändert haben. Ja, genau, Twilight Hunter. Weil irgendwo brauchte man Ravenfell-Fässers für. Irgendwo für. Ach Gott, da hinten ist ein Dorf? Oder was ist da? Naja, wir erkunden hier einfach mal. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Fireflies. Nehmen wir mal gleich mit. So. Zack. Was war das? Ach, nur eine Fledermaus. Alles klar. Oh, süßer Brunnen. Ah, wie geht's euch? Ich überlege gerade, ob ich mir ein bisschen Wild mitnehme. So, was haben wir denn da für ein süßes kleines Häuschen? Monster Spawner Treasure Skelett Druide. Nur vorsichtshalber, einfach nur vorsichtshalber. Wüste Dollar! Nein, 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 das lässt immer schön sein. Stirb du. Wupp, wupp. Ach, das war nur so ein Chibi-Ender. Häschen! Cool, ich liebe Bunnies. Ich mag Hasen. Die würde ich gerne mitnehmen. Bräuchte ja nicht irgendwie so Safari-Netz für, um hier Tiere einzufangen, so teilweise. Irgendwas war doch da. Wie etwas Schniff-Schniff gemacht. Ich hoffe, das waren die Hasen. Seid ihr das? Seid ihr Schnuff-Schnuff? Selbst die Hasen hören sich hier creepy an. Da hat sich doch schon wieder irgendwo einer erschaffen, sagen wir es mal so, ne? So. So. Verpiss dich! Jetzt müsste doch eigentlich hell genug ausgeleuchtet sein hier. Ah, lass mich! Lass mich! Das ist noch ein Korax. Kommt doch hinterher, ne? Oh. So, hier so ein Obsidian-Totem, wer weiß, was entsteht am Ende noch. Obsidian, vor allem, was ist das da oben? Lapis Lazuli Block? Könnte sein. Eieiei. Oh, ein kleiner Baum. Hallo, Häschen. Ein kleiner, Twilight Oak. Haha, haha. Eine Herausforderung für unsere Tinker Eggs. So können wir uns auf jeden Fall nennen. Da hinten ist es ein bisschen düsterer und dichter. Hier haben wir sowas hier. Schmierhäschen. Oh, so viele süße kleine Bunnies. Na, Usagi-chan? Da läuft er weg. Und wir müssen langsam zurück, weil ich habe Hunger und heile mich dementsprechend nicht. Also, hier ist es gefährlich. Für uns. Vor allem, da werde ich nicht reingehen, weil das ist zu gefährlich endgültig. Aus der momentanen Sicht. Ovala, ich habe hier schon wieder einen gehört. Und Zombie auch. Oh, die sind. Entweder, ich glaube, der Riesengast, also irgendwie so Mazagast oder so, dürfte da oben sein. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber das ist. Du siehst komisch aus, weißt du das? Wie es aber komisch ist. Ein Postschalter.
Ja, also wenn Lichter um einen auf einmal angeht, das ist creepy. Sorry. Jetzt habe ich gedacht, was ist jetzt hinter mir gespawnt? Und wir können nicht mehr laufen. Oh mein Gott, nein. Ja, wir müssen langsam wirklich sehen, dass wir zurückkommen. Hallo? Jetzt hier auch noch solche Schlangengeräusche. Ich bin begeistert. Echt. Nehmen wir auch noch einen mit. Ja, das war schön hier. Ich gucke jetzt hier nochmal oben rüber. Dann haben wir noch so ein Ding. Hier haben wir eine. Da geht es ein bisschen unterirdisch rein. Was haben wir denn hier? Mayapple. Kriege ich so nicht kaputt oder abgebaut. Verdammt. Da müsstet ihr mir unbedingt auch mal, ob's. Also, ich weiß das nicht, aber gibt es irgendwelche Methoden, um die wirklich heile abzubauen? Solche Sachen. Wir haben jetzt schon mehreres gefunden, was einfach kaputt geht. Gibt es da irgendwas für? Vielleicht stand es auch irgendwann vor langer, langer Zeit schon mal in irgendeinem Kommentar, weil ich glaube, das habe ich sogar schon mal gefragt. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da nochmal was wüsstet und dann halt auch dabei schreibt, ja, du kannst also nicht nur das und das, sondern halt auch nochmal dabei schreiben, um was es ging, was ich denn gefragt hatte. Also ja, du kannst das und das damit abbauen. Twilight Oak, nehmen wir doch einfach mal mit. Weil irgendwann in Zukunft weiß ich nämlich auch nicht mehr, was ich denn hier jetzt gefragt hatte. Und warum ist die Twilight-Bäume eigentlich alle so komisch wurzeln? Ich mag... Oh. Hirsch! Mann! So, da haben wir jetzt aber auch genug von. Du willst mich ärgern, ne? Du wolltest mich ärgern, ne? Sei froh, dass ich gerade friedfertig bin und eigentlich nur noch von dir weg möchte. Sonst würde ich dich jetzt schlachten. Und dann gibt's Wildragout. Ich weiß nicht mehr, ob die Twilight-Wölfe friedlich oder nicht friedlich waren. Was ist denn das da hinten? Es kann ja auch... haben wir ja echt alles... Wir haben ja echt alles beieinander, oder? Also ich weiß nicht, ob man das jetzt Lucky oder Unlucky nennen möchte. Aber wir haben ja echt alles direkt beieinander. Ach du Scheiße. Ja, ich kann nicht mehr laufen. Gehe daher jetzt langsamen Schrittes zurück. Zurück. Da ich auch nicht mehr richtig springen kann, werde ich das mal unterlassen. So. Das heißt, wir haben so den Turm mit Mama Ghastly. Wir haben diese dunselige Hydra, Schlange, was auch immer da. Ach du, und alles direkt beim Spawn, wenn man so will. So, wo war es? Da war es. Ja, auf Wiedersehen. So, kurz vorm Verhungern kämpft sich der Held zurück. Essen! 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 Ist dann. Aber hey, wir haben wieder was Neues gemacht. Wir haben jetzt das Buch. Wir waren im Twilight Forest. Essen. Lohnt, ne? Hat sich doch schon mal gelohnt. Da haben wir so, was er so gemacht haben. Ice Cream. A pep in the Körn. A pep in the Körn. So, erstmal, dass ich wieder laufen kann. So, mal gucken, was wir noch schnell schnapulieren. Ja, komm, hier grillt Mushroom nochmal hinterher. Er macht nicht viel. Grillt Skewer. So. Damit haben wir es überlebt. So, Reis habe ich hier drin, habe ich ja gesehen. Dann haben wir hier jetzt noch mehr Pilze. Maschglo und Torchberries. Dass ich. Also so Torchberry-Büsche oder sowas, das wäre auch noch was, das ich gerne abbauen würde. Und hier mit herbringen würde. Und die Kiste müsste ich aufrüsten. Können wir das denn mal schnell machen? Zack, zack. Wlup, 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 wlup. So. Spinach hat auch noch nichts. So, dann kommen wir hier nochmal schnell noch die neuen Pilze mit rein. Ah, da musste ich niesen. Kommt zurück, Mikro.
Ah. Warum habe ich hier eigentlich nie eine Fackel hingemacht? Das ist gefährlich. Wo ich doch jetzt die Plätze und Spinat habe, Mann. Eieieiei. So, Spinat. Ich meine, den hatten wir hier noch in keiner anderen Kiste drin, ne? Das sind Spice. Ne, das ist Tee und das sieht genauso aus. So, dann machen wir noch die Taschen leer. Das heißt, nochmal eine Folge wieder überzogen. Ach, wisst ihr was? Eine geht noch, habe ich gehört, ne? Also, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.